Hallo und herzlich willkommen zu unserem Projekt Klimaton. Ich bin der Jakob. Ich der Alexander. Ich bin der Theodor. Ich bin der Anton. Benjamin. Und unten am Laptop haben wir nur einen zweiten Jakob. Wir haben eine Website gemacht, die wo es zwei verschiedene Spiele enthält und ein Tool, den... Ja. Ich hab beim Scratch-Projekt mitgearbeitet mit dem Theodor. Nein, nicht. Warte mal. Anton. Anton, wann? Das wollen wir jetzt vorstellen. In dem Spiel geht es um die fossilen Brennstoffe, die wo sehr schädlich für die Umwelt sind. Werden die durch eine schwarze Wolke dargestellt und wir müssen die Wolke vertreiben oder dem Fall zerstören. Wir haben da eine Weltkarte gemacht, die was man jetzt noch nicht so gut sieht, weil die Wolke ja nur so groß ist. Aber wir können da verschiedene Gebiete drucken und zum Beispiel auf das Feuchtgebiet oder auf die grüne Landschaft. Da können wir Bäume pflanzen, die was das CO2 verringern. Wir können auch zum Beispiel ein Wasserkraftwerk bauen oder eine Solaranlage. Wir können eine Windkraft bauen und also ein Windrad, besser gesagt. Wir können auch die Bäume fällen. Da müssen wir dann ja eingeben. Und wir können aber ganz viele Bäume pflanzen. Dann wird die Wolke auch kleiner. Auf Leertaste können wir immer wieder zurück zum Menü gehen, auf die Weltkarte, und da übergebe ich jetzt auf den Anton. Wenn man jetzt auf die Wüste draufklickt, sieht man, dass da eine kleine Fabrik drauf, in der Wüste ist. Die kann man abreißen und dann geht der CO2-Ausstoß und der Strom ein bisschen runter. Ein bisschen viel runter. Und da wird auch die Wolke kleiner. Man kann auch im Spiel verlieren. Man verliert, wenn der CO2-Ausstoß über 500 ist oder man gar keinen Strom produziert. Das, wenn man halt gar keine Kraftwerke baut, dann produziert man keinen Strom und da hat man verloren. Ja, das war es jetzt mit unserem Projekt. Wie ihr es gesehen habt, haben wir da ein Game Over-Bildschirm gemacht. Den hat der Alex gepixelt. Die ganzen Kraftwerke hat der Benjamin gepixelt und animiert, dass sie die drehen oder ja. Wir haben auch ein JavaScript-Projekt. Das haben der Theodor und der andere Jakob gemacht. Und das stellt euch jetzt vor. Ja, also wie gehört, das haben wir mit JavaScript programmiert. Scratch ist eine blockbasierte Sprache, JavaScript eine textbasierte. Das heißt, mit Scratch kommt man leicht an verschiedene Grenzen. Es wird manchmal sehr schwierig, irgendwas zu programmieren. Also mit Scratch ist es leicht, sehr schnell etwas zu machen, aber nach einer gewissen Zeit stößt man an gewisse Grenzen. Bei JavaScript sind diese Grenzen, die gibt es fast nicht, aber man muss ein bisschen mehr arbeiten. Und deswegen haben wir jetzt leider nicht so viel geschafft wie die Scratch-Leute. Wir haben sehr viel mit einem Tool p5.js gearbeitet. Das ist eine Funktionsbibliothek von JavaScript. Uns ist es nicht so darum gegangen, ein fertiges Produkt jetzt darzustellen, sondern eher darum, dieses Tool kennenzulernen, die Sprache besser kennenzulernen und einfach dazu zu lernen und nicht wirklich
Was können wir jetzt eigentlich da tun? Also viel geht jetzt leider noch nicht. Es gibt da unten, ja, das sieht man fast nicht, ein kleines Menü. Ja, also Work in Progress. Warte. Ja. Eins fehlt noch. Ihr habt den Calculator 2.0 gemacht, mit dem man zum Beispiel die Kilometer Schulweg eingeben kann und dann sieht, mit welchen Verkehrsmitteln wie viel Kilogramm CO2 ausgestoßen wird. Hast du noch was hinzugefügt? Ich mag Pizza. Ich weiß es. Außerdem möchte man uns bei unseren Mentoren bedanken. Ja. Ja, ihr habt tatsächlich einfach in einem Tag zwei Spiele mal so programmiert, oder wie war das? Ja. Wahnsinn. Es hat Genies und Talente und es schaut echt spaßig aus, muss ich sagen, auch wenn das Thema heftig ist. Ihr habt einen wunderschönen Zugang dazu geschaffen. Wie vielleicht nur wer mal die sehr diskrete Frage beantworten, hat es Probleme gegeben beim Programmieren? Hat's irgendwie beim Programmieren nicht direkt, aber der Alex hat ziemlich viel Pixel gepixelt und wir haben dann die fertigen Kraftwerke gehabt. Und wie wir den auf USB-Stick laden wollten, haben wir es aus Versehen gelöscht und dann haben wir es nicht mehr machen müssen. Oh. Aber das haben wir dann recht schnell wieder hingekriegt und sogar noch mehr geschafft, als wir eigentlich geplant hätten. Also, wirklich? Also nur verbessert eigentlich? Mhm. Wahnsinn. Also das verdient schon mal einen Applaus, finde ich. Also.